Der erste Abend des Salzburger Stiers 2011 war Dieter Hildebrandt gewidmet, dem diesjährigen Ehrenpreisträger. Und dieser Abend begann mit einer Laudatio, die mehr war als das. Georg Schramm machte aus der Ehrung seines großen Vorbilds und Freundes eine glänzende Kabarettnummer in seiner Rolle als kriegsversehrter Rentner Lothar Dombrowski. Meine Damen und Herren, ich würde Sie doch bitten, das Gejohle für den Preisträger aufzuheben. Es ist mir die Ehre zuteil geworden, heute Abend die Laudatio zu halten auf den Ehrenpreis Salzburger Stier 2011, Herrn Dieter Hildebrandt. Ich habe das gern angenommen. Ich habe die Laudatio wie folgt gegliedert. Humorvolle Würdigung des Anlasses mit ironischer Brechung. Huldigung Lebenswerk Hildebrandt. Abgesang und Nachruf Preisübergabe. Lassen Sie mich mit etwas Erfreulichem beginnen, meine Damen und Herren. Herr Hildebrandt wird den Ehrenpreis annehmen. Er wird uns heute nicht den Reich Ranitzky machen. Ja. Dazu ist ja auch kein Anlass, nicht? Reich Ranitzky musste 3 Stunden da absitzen, hat ein kleines Nickerchen eingelegt und wie er zwischendurch aufgewacht ist, hat er plötzlich gemerkt, wo er da ist. Nicht. Das ist ja mit Herrn Hildebrandt alles abgesprochen. Er muss auch keine 3 Stunden warten. Er ist die Hauptperson des heutigen Abends. Er freut sich. Es ist nicht so, dass er jeden Preis annimmt. Das darf ich vielleicht auch sagen. Herr Hildebrandt, hin und wieder lehnt er auch Auszeichnungen und Ehrungen ab. Zum Beispiel das Bundesverdienstkreuz. Nicht? Das. Nicht? Er will einfach nicht in zwielichtige Gesellschaft geraten. Nicht? Also. Der möchte schon gerne in einem Atemzug mit alten Nazis wie Globke und Filminger genannt werden, nicht? Oder womöglich neben Roland Koch hängen, unserem Aufklärer jüdischer Vermächtnisse, nicht? Übrigens, selbst die Frankfurter Allgemeine Zeitung, selbst die FAZ hat Verständnis geheuchelt, als Hildebrandt das Bundesverdienstkreuz abgelehnt hat. Wir haben geschrieben, eine Verleihung des Bundesverdienstkreuzes wäre für Hildebrandt wie eine nachträgliche Bescheinigung seiner Wirkungslosigkeit. Nicht? Da kann er froh sein, dass er ihn nicht angenommen hat. Nicht? Dann hätte ihn sich die FAZ vorgeknöpft. Nicht? Heute beim Salzburger Stier wird die FAZ nicht schreiben. Das ist unter der Würde der FAZ, über so einen bedeutungslosen Preis zu schreiben. Die FAZ ist eine Weltzeitung, nicht wahr? Ein Weltfeuilleton. Nicht? Und außerdem zwielichtige Gestalten unter den Preisträgern gibt es ja auch gar nicht. Das muss man auch mal sagen. Nicht? Die Jury gibt sich, weiß Gott, jedes Jahr große Mühe, immer wieder irgendwo noch preiswürdige Künstler aufzuspüren und hier auf die Bühne zu bringen. Nicht? Also da wird viel Arbeit drauf verwendet. Nicht? Wobei die Preiswürdigkeit bei Herrn Hildebrandt ja gar nicht zur Diskussion stand. Bei ihm war das Problem bei der Preisverleihung, dass man einen Tag findet, an dem er abends Zeit hat, den Preis überhaupt zu übernehmen. Nicht? Das ist ja. Der Mann ist 84, da kann man nicht beliebig lange warten mit dem Preis. Nicht? Also, nicht? Man möchte ja schon, dass er noch aus eigener Kraft auf die Bühne kommt. Nicht? Anschließend soll er noch sein Soloprogramm präsentieren. Ich meine, den Preis gibt es ja nicht umsonst, da hängen 120 Sendeminuten dran. Nicht? Also das hat alles geklappt, meine Damen und Herren. Nicht? Herr Hildebrandt hat extra für uns die Dreharbeiten in Babelsberg heute Nachmittag kurz unterbrochen. Man hat ihn rübergefahren, dann hat er Tonprobe gemacht, hat sich frisch gemacht, ein bisschen Smalltalk mit ein paar Direktoren vom Rundfunk in der Garderobe, dann in den Saal, Öffnungsrede, nicht jetzt noch die Spannung während der Laudatio halten und dann hat er es geschafft. Das klingt anstrengend, meine Damen und Herren, und ich sage Ihnen eins, das ist es auch. Ja. Aber Sie müssen keine Sorge haben, der Altmeister ist in Topform. Er ist kerngesund, die ihm bereits entnommenen Organe braucht er nach Auskunft der Ärzte gar nicht. Das ist ja übrigens, das hat mich ein bisschen gewundert, das ist ja diese Billigkassen-Standard-Ausrede von Chirurgen, wenn sie einem was rausoperiert haben. Nicht? Und dass ausgerechnet ein so kritischer Mensch wie Herr Hildebrandt das klaglos übernimmt. Also will er gar nicht drüber nachdenken. Nicht? Also jedenfalls, er ist fit, meine Damen und Herren. Wir werden hier kein Trauerspiel mit ihm erleben. Nicht sowas wie nebenan vor ein paar Tagen in Wannsee. Nicht? Haben Sie das mitbekommen? Tragisch eigentlich schon. Nicht? Bei der Verleihung des Henry Kissinger Preises hier im Wannsee vor ein paar Tagen. Also, ich sage Ihnen nicht. Da haben sie Helmut Kohl kurz vom Tropf abgehängt und auf die Bühne geschoben, um ihm den Henry Kissinger Preis in den Schoß zu legen. Nicht? Wofür, fragt man sich?
Weil er seinen Freund Kissinger nicht beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag verpfiffen hat? Oder weil er Kissingers Todesschwadrone... Bitte, darf ich noch was sagen? Wir haben hier eine Live-Sendung. Ja? Ich möchte Sie bitten, nicht bei jedem halbwegs gelungenen Satz von mir in die Hände zu patschen. Man hat mir 12 Minuten plus 2 gegeben. Wenn Sie mir das zerklatschen, haben wir alle nichts davon. Ja. Jetzt haben wir nämlich den Salat schon. Jetzt muss ich frisch ansetzen. Nicht? Warum hat man Kohl den Henry-Kissinger-Preis gegeben? Weil er seinem Freund Kissinger, weil er Kissingers Todesschwadronen zur Beseitigung lästiger Demokratien in seinem ganzen Politikerleben immer tapfer verteidigt hat. Kriegt man dafür einen Preis? Nein, natürlich nicht. Das war ein Scherz, meine Damen und Herren. Der eigens eingeflogene Ex-US-Präsident Bill Clinton hat Helmut Kohl gehuldigt als dem, ich zitiere, größten europäischen Staatsmann seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Unseren Bimbeskönig, meine Damen und Herren. Ist es denn zu fassen, sage ich Ihnen. Als ich das von Clinton über Kohl gelesen habe, da ist mir eingefallen, dass die Kirche uns früher immer gewarnt hat, ein Übermaß sexueller Praktiken kann zu Hirnerweichung führen. Nicht? Immer schon. Der Clinton soll sich derart in seine Huldigungsorgie hineingesteigert haben, dass man ihn nur mit Mühe und Not davon abhalten konnte, vor dem Kohl in die Knie zu gehen, der zu dem Zeitpunkt schon von seinem Tränenfluss vor Rührung aufgeweicht war, ziemlich. Jetzt mal ernsthaft. Größter europäischer Staatsmann seit dem Zweiten Weltkrieg, alles was recht ist. Nicht? Aber selbst bei einer Huldigung sollten doch wenigstens die Umrisse der Realität noch erkennbar bleiben. Nicht? Übrigens, weil wir gerade bei Huldigung und Kohl sind und weil wir hier in Potsdam sind heute Abend. Nicht? Kohl würde ja nochmal auf eigenen Füßen stehen versuchen, wenn er dafür gehuldigt wird. Ja? Der nimmt ja alles an Huldigung entgegen, was nicht nied- und nagelfest ist. Aber er selber war des Huldigens nicht mächtig. Eine historische Chance hat er hier in Potsdam verpasst, meine Damen und Herren. Als er es nicht geschafft hat, Friedrich dem Großen auf seinem allerletzten Weg die letzte Ehre zu erweisen, nicht? Können Sie sich erinnern, ich war Friedrich der Große, musste über 200 Jahre warten, bis seine Gebeine dort niedergelegt wurden, wo er immer wollte. Über 200 Jahre. Nun ist der Kohl mitgegangen und hat sich ans Grab gestellt. Und im Testament des alten Fritz stand, ich möchte allein begraben werden. Bei meinen Hunden nur im Schein einer Laterne. Und dann stand da ein Armleuchter. So viel zum Thema Huldigung. Damit wären wir beim zweiten Punkt dazu, die Huldigung. Eine filigrane Überleitung. Für meine Verhältnisse schon. Erwarten Sie bitte von mir keine objektive Würdigung des Schaffens von Dieter Hillebrand. Dazu fehlt mir die Distanz zur öffentlich bekannten Person Hillebrands ebenso wie zur weitgehend unbekannten Privatperson. Und da hat er immer großen Wert drauf gelegt, dass da nicht drüber gesprochen wird. Nicht? Deswegen, wenn Sie von mir dazu auch überhaupt nichts hören, keine Gerüchte oder Details, nicht? Wie zum Beispiel über den Verlauf der ominösen Nacht, in der Dieter Hillebrand und seine Frau Renate körperlich erstmals zueinander fanden. Nicht? Da würde die Boulevardpresse von Bild bis Fokus ein Vermögen zahlen. Da können Sie eine goldene Nase verdienen mit einem Videoclip dessen, was sich da gerüchteweise abgespielt haben soll. Nicht? Aber da würden Sie, von mir können Sie da noch nicht mal Andeutungen hören. Nicht? Ja, so, jetzt nun zur Huldigung seines Schaffens, meine Damen und Herren. Dieter Hillebrand ist Teil meiner politischen Sozialisation gewesen. Man mag ja bedenken nicht, ich bin mit Mitte 60, könnte ich rechnerisch sein Sohn sein. Nicht? Bei uns gab es früher 2-mal im Jahr Salzstangen zum Fernsehen. An Fasnacht und bei Hillebrand. Ja? Mainz, wie es singt und lacht und Hillebrand. Das hieß natürlich immer das neueste Programm der Lach- und Schießgesellschaft München. Aber das war uns zu lang zu Hause. Da hieß einfach Hillebrand kommt. Nicht? Ich mochte schon als Kind Salzstangen. Ich konnte nie genug davon kriegen. Und dann gab es immer, wenn der kam, Salzstangen. Nicht? Ich bin praktisch mit Hilfe des Pavlovschen Speichelflussreflexes bin ich auf Hillebrand konditioniert worden. Wenn ich später nur seinen Namen gehört habe, da lief mir das Wasser im Mund zusammen und ich habe nach der Fernbedienung gesucht. Also das war ein politisch kluger Schachzug meiner Eltern. Das waren Sozialdemokraten. Die haben immer gesagt, wenn es so Leute wie den Hillebrand nicht gäbe, dann wäre alles noch viel schlimmer. So einfach. Nicht? Ja. So einfach.
So einfach kann man umreißen, was er gemacht hat und wofür er steht, nicht? In der Welt der Reichen, Starken und Mächtigen, da hat er immer und da hat er Wert drauf gelegt, hat er immer und steht heute noch an der Seite der Armen, Schwachen, Ohnmächtigen. Wenn Ihnen das zu simpel ist, können wir in der Abstraktionskategorie eins höher gehen? Dann zitiere ich aus, das schmückt auch so ein Abend natürlich, ich zitiere aus dem kleinen Pamphlet Empört euch von Stefan Hessel. Zwei große Menschheitsaufgaben sind für jedermann erkennbar. Erstens die weit geöffnete und noch immer weiter sich öffnende Schere zwischen ganz arm und ganz reich. Zweitens die Menschenrechte und der Zustand unseres Planeten. Weil wir jetzt vielleicht doch einen kleinen privaten Einschub, der nur scheinbar privat wirkt, in Wirklichkeit politisch ist. Herr Hildebrand ist bekannt für seine legendäre Großzügigkeit. Er verschenkt alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und das ist, glaube ich, nicht einfach eine private Marotte von ihm, sondern ich glaube, dahinter steckt eine politische Haltung. Er praktiziert förmlich die Umverteilung von oben nach unten, ohne dass er überhaupt ein reicher Mann ist. Aber für ihn reicht es schon, um permanent von oben, wenn